Hanoi, Februar 2004. Wachablösung am Grab Ho Chi Minhs. Unterdessen dauert im fernen Irak der Partisanenkrieg an. Recht oberflächlich sind die Kämpfe um Fallujah und im sunnitischen Dreieck westlich von Bagdad mit jenem unglückseligen Dschungelfeldzug in Vietnam verglichen worden, der Präsident Johnson zum Verhängnis wurde. Und dennoch, Amerikas Trauma, das im jetzigen Wahlkampf wieder aufbricht, das ist nicht das jämmerliche Antlitz des gefangenen Gewaltherrschers Saddam Hussein, den manche mit Hitler gleichsetzen wollten. Das drohende Scheitern der US-Expedition im babylonischen Zweistromland wird auf fatale Weise von der Erinnerung an den vietnamesischen Revolutionsführer Ho Chi Minh wie von einer Gespensterbeschwörung heimgesucht. Die liebliche Landschaft am Fluss der Wohlgerüche, unweit der alten annamitischen Kaiserstadt Hue, scheint in sich selbst zu ruhen. Sie ähnelt einer klassischen chinesischen Tuschmalerei. Die Pagode Tianmu spiegelt die weltabgewandte Vergeistigung Gautama Buddhas wider. Nicht einmal die taoistisch geprägten Tempelwächter flößen Schrecken ein. Der Irak bildet da einen spektakulären Kontrast. Das staubige, platte Zweistromland ist ringsum von feindlicher, öder Wüste umgeben. Die Heiligtümer des schiitischen Islam, die über grauen Siedlungen strahlen, verkörpern hier die eifernde Botschaft des Propheten Mohammed und seine Vision des koranischen Gottesstaates. Vietnam schien längst vergessen, aber wer kann sich schon von der Geschichte verabschieden? Der einbalsamierte Leichnam Ho Chi Minhs tritt im amerikanischen Wahlkampf um die Präsidentschaft wie der steinerne Gast auf. Plötzlich entdeckt man nämlich, dass Präsident George W. Bush, der sich so heldisch und patriotisch gibt, die Teilnahme am Vietnamkrieg vermieden hat, dass er sich zur Nationalgarde abkommandieren ließ und zu Hause blieb, dass er, wie ein Kommentator sagte, Texas gegen den Vietcong verteidigt hat. Sein demokratischer Gegenkandidat hingegen, John Kerry, hat in Vietnam gedient, wurde verwundet und hochdekoriert und hat dann mit gutem Grund gegen diesen sinnlosen Konflikt protestiert. So legt sich das Trauma des Vietnamkonfliktes wieder wie eine Nemesis über die amerikanische Innenpolitik. Ich bin ein Präsident des Krieges, hatte George W. Bush noch unlängst der patriotisch aufgeheizten amerikanischen Öffentlichkeit zugerufen. I am a war president. Aber nach der Enthüllung, dass er sich vor dem Vietnam-Einsatz gedrückt hatte, dass er selbst seinen Dienst in der National Guard nur lückenhaft ableistete, wirken seine martialischen Auftritte anmaßend, fast wie eine theatralische Inszenierung. Sein demokratischer Rivale John Kerry hingegen gewinnt als Anwärter auf das Weiße Haus den Zuspruch der Massen und die Unterstützung des ehemaligen NATO-Chefs General Clark. Es vollzieht sich eine schleichende Entzauberung des Präsidenten Bush und seines imperialen Anspruchs.
Dem Klamauk der neokonservativen Kriegstreiber in Washington, die für den Irakfeldzug plädieren, kann der Senator Kerry mit Bildern seines eigenen militärischen Einsatzes in Vietnam entgegentreten. Da werden plötzlich alte Wunden aufgerissen, von denen man meinte, sie seien längst verheilt. Die südvietnamesische Stadt Saigon ist heute eine brodelnde, aufstrebende Metropole. Hier wurde im Frühjahr 1975 mit der überstürzten Flucht der letzten Amerikaner die Niederlage der Weltmacht besiegelt. In Saigon stellen sich aber auch Gedanken ein über die Fehlanalysen, die den unterschiedlichen militärischen Kampagnen zugrunde lagen. Über den Dächern von Saigon drängt sich schon eine gewisse Parallele auf mit dem fernen Bagdad. Hier in Vietnam waren nämlich die Amerikaner in den 60er Jahren angetreten unter dem Präsidenten Eisenhower und dann vor allem Kennedy, um eine negative Domino-Theorie zu praktizieren. Sie wollten verhindern, dass der Weltkommunismus von der Sprungschanze Vietnam aus ganz Südostasien, sogar Südasien erobert. Eine falsche Vorstellung natürlich, denn damals war zwischen Moskau und Peking bereits Entfremdung eingetreten. Aber sehr viel absurder mutet das Projekt der Bush-Administration im vergangenen Jahr an, als man in Washington ein offensives Domino-Konzept entworfen hatte. Man wollte Bagdad nach dem Sturz von Saddam Hussein zu einem Leuchtturm der Demokratie machen. Und der Domino-Effekt wäre darauf hinausgelaufen, dass die gesamten umliegenden Länder, die arabisch-islamische Welt, gewissermaßen durch das Beispiel des Irak zur westlichen Demokratie bekehrt worden wäre. Das Überwechseln der Volksrepublik China in das Lager der marxistischen Weltrevolution, der Sieg Mao Zedongs über den Amerika-Freund Chiang Kai-shek im Jahr 1949 hatten in Washington einen fürchterlichen Schock ausgelöst. Die Expansion des kommunistischen Imperiums, das von der Elbe in Deutschland bis zum Pazifischen Ozean eine erdrückende Ländermasse bildete, erschien den Strategen des Pentagon fast unaufhaltsam. Dazu war ja im Jahr 1954 die Niederlage Frankreichs in Indochina gekommen. Präsident Eisenhower hatte vergeblich gehofft, die französische Position durch massive Waffenlieferungen zu konsolidieren. Doch die kommunistische Armee Nordvietnams, Viet Minh genannt, setzte mit der Eroberung der Festung Dien Bien Phu der Präsenz Frankreichs in Ostasien ein Ende. Nun war auch der Norden Indochinas bis zum 17. Breitengrad zu einem vorgeschobenen Bollwerk des Marxismus-Leninismus geworden. Die Siegesfeiern in Hanoi unterstrichen die Forderung Ho Chi Minhs, die Wiedervereinigung mit dem Süden Vietnams zu erzwingen. Am 13. Februar 2004 hatten wir Gelegenheit, in Hanoi den nordvietnamesischen Oberbefehlshaber General Vo Nguyen Giap, inzwischen 93 Jahre alt, in seinem Haus aufzusuchen. Giap wird heute als der asiatische Stratege gerühmt, der die französische Kolonialmacht und später die amerikanische Superpower zum Rückzug zwang. Nach dem Sieg von Dien Bien Phu hatte Ho Chi Minh ihm Folgendes eingeschärft. Il faut encore se battre contre les Américains. Das zu diesem Zeitpunkt bereits tiefstes Misstrauen zwischen den beiden kommunistischen Giganten Sowjetunion und China vorherrschte, dass Mao sogar einen offenen Konflikt mit den Moskauer Revisionisten einkalkulierte, hatte in Washington offenbar niemand erkannt.
erscheint heute die Fehlbeurteilung, der die Amerikaner im Hinblick auf den Irak erlagen und auf die erhoffte Leuchtturmfunktion zur Verbreitung der Demokratie im ganzen Orient. Statt eine begeisterte irakische Bevölkerung vorzufinden, die die US-Truppen als Befreier empfangen und sich den Vorstellungen des American Way of Life unterordnen würde, stießen sie auf offene Feindseligkeit. Dabei handelte es sich nicht, wie anfangs behauptet, um den Widerstand verzweifelter Parteigänger Saddam Husseins. Der arabische Nationalismus, mehr noch die im Irak wieder erwachte islamische Frömmigkeit, setzten der Besatzung durch die Ungläubigen aus USA ihre Schranken und bringen sie in Bedrängnis. Bagdad gilt heute als ein Zentrum der Anarchie und übt auf die umliegenden Staaten der arabisch-islamischen Welt einen eher abschreckenden als werbenden Einfluss aus. Im Süden Vietnams hatten die Amerikaner nach Abschluss des Genfer Teilungsabkommens von 1954 sehr bald die Franzosen als politische und militärische Berater verdrängt. In Saigon wurde die französische Flagge eingeholt und durch das Staatssymbol Südvietnams, die gelbe Fahne mit den roten Streifen, ersetzt. Ein Günstling der Amerikaner, Ngo Dinh Diem, hatte sich durchgesetzt. Genau an dieser Stelle habe ich im Juli 1954 gestanden, als über Indochina die französische Trikolore eingeholt wurde. Der neue starke Mann von Südvietnam war damals der katholische Mandarin Ngo Dinh Diem. Und er war zutiefst proamerikanisch, zutiefst antikommunistisch und zutiefst antifranzösisch. Aber das hat ihm am Ende auch nichts genutzt, denn die Amerikaner haben ihn fallen lassen. Und Präsident Kennedy hat keinen Finger gerührt, um sein Leben zu retten, als die Offiziere der vietnamesischen Südarmee putschten. Warum ich das hier erwähne? Nun, Ngo Dinh Diem wäre laut dem Abkommen von Genf verpflichtet gewesen, im Jahre 1956 allgemeine Wahlen in ganz Vietnam durchführen zu lassen. Und er hätte gewusst, dass vermutlich die Kommunisten diese Wahlen gewonnen hätten. Er hat die Wahlen verweigert und damit Ho Chi Minh einen Vorwand geliefert, den Partisanenkrieg auszulösen. Und heute im Irak haben wir eine etwas vergleichbare Situation, denn die schiitische Bevölkerungsmehrheit verlangt von den Amerikanern, dass nach dem Prinzip One Man, One Vote ganz regulär gewählt wird. Und sie wären dann gewiss, dass im Irak ein islamischer Gottesstaat entstände. Und das werden vermutlich die Amerikaner auch zu verhindern suchen. Die Folgen könnten allerdings im Irak ebenso katastrophal sein wie seinerzeit in Vietnam. Im Jahr 1959 fühlten sich die Nordvietnamesen stark genug, ihren Anspruch auf nationale Wiedervereinigung unter kommunistischer Regie mit Waffengewalt durchzusetzen. In Südvietnam, vor allem im Mekong-Delta, organisierte sich der Aufstand des Vietcong. Der wenig kampftauglichen Nationalarmee Ngo Dinh Diems wurden von diesen unerschrockenen Partisanen im schwarzen Pyjama schwerste Verluste zugefügt. Die Republik Südvietnam schien dem Untergang geweiht. Zu diesem Zeitpunkt formulierte Präsident Kennedy seine Domino-Theorie. South Vietnam is already under attack. Sometimes by a single assassin. Sometimes by a band of guerrillas. Recently by full battalions. The peaceful borders of Burma, Cambodia and India have been repeatedly violated. And the peaceful people of Laos are in danger of losing the independence they gained not so long ago. No one can call these wars of liberation. Die zunehmende Unterstützung durch die amerikanischen Special Forces, die Kennedy in die Reisfelder des Mekong-Deltas entsandte, reichte nicht aus, um das Regime von Saigon zu festigen.
Präsident Ngo Dinh Diem hatte sich auf jene katholische Minderheit der Vietnamesen gestützt, die durch die massive Flucht der Christen aus den nördlichen Landesteilen wesentlich verstärkt worden war. Mit dieser konfessionellen Einseitigkeit forderte er jedoch überraschend den Widerstand der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung heraus. Deren Bonzen hatten sich bisher politisch passiv verhalten. Es kam zu schweren religiösen Tumulten, ja zur Selbstverbrennung von buddhistischen Mönchen in Saigon. Der Verdacht war nicht unberechtigt, dass Agenten des Vietcong den harten Kern dieses Widerstands bildeten. Präsident Kennedy riss das Ruder herum und verließ sich von nun an auf eine Kamarilla südvietnamesischer Generale. Er hatte die falsche Wahl getroffen, wie viel später einer der vom US-Protektor installierten Regierungschefs von Saigon, der Fliegergeneral Nguyen Cao Ky, bekennen sollte. I asked all of them, 60 or 70 of them in the room. I said, okay, one more time. Anyone want to be prime minister? And he said, no. So Thieu said, I propose Ky. And all of them just stood up and, you know, I said, I have to go back and talk with my wife first. And when I told her about that offer, you know, she was not excited. She said, oh, no, not that job, not as a prime minister. I'm not a good politician. I'm not a good diplomat. The only thing I can do well is, you know, flying the airplane. Man geht immer davon aus, dass die Religion im amerikanischen Vietnamkrieg überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber das stimmt nicht ganz. Hier nahe der alten Kaiserstatue befindet sich die Pagode Tien Mu. Und das war das Sammelzentrum einer großen buddhistischen Protestbewegung Anfang der 60er Jahre gegen die katholische Klickenwirtschaft des Präsidenten Ngo Dinh Diem. Von hier ist auch der Mönch Thich Quang Duc aufgebrochen, der sich dann in Saigon mit Benzin übergossen hat und selbst verbrannte als Zeichen des Protestes. Die Amerikaner haben einen Moment geglaubt, sie könnten mit dem Buddhismus eine Gegenkraft gegen die kommunistische Ideologie schaffen. Aber dieses Projekt ist total gescheitert. Ein ähnliches Unverständnis der Amerikaner gegenüber fremden Kulturen äußert sich heute im besetzten Irak. Zu Unrecht hatte man Saddam Hussein in bewusster propagandistischer Irreführung als einen islamischen Fundamentalisten, als einen Komplizen der Terrorbewegung Al-Qaida hingestellt. In Wirklichkeit brach in Bagdad nach der Befreiung von dem gefürchteten Tyrannen die bislang unterdrückte religiöse Inbrunst der sunnitischen und vor allem der schiitischen Gläubigen durch. Nicht die westliche Demokratie entspricht den Wunschvorstellungen der irakisch-arabischen Massen, sondern eine islamische Republik, die die koranische Gesetzgebung, die Scharia, respektiert. Der amerikanische Prokonsul Paul Bremer hatte unmittelbar nach der Besetzung von Bagdad einen recht willkürlich selektierten Governing Council, einen Regierungsrat, eingesetzt, der in keiner Weise den Erwartungen der Bevölkerung entsprach. Wie seinerzeit in Südvietnam schreckt heute Washington im Irak vor der Abhaltung wirklich repräsentativer Wahlen zurück und versucht, diesen Volksentscheid durch indirekte Nominierungen zu umgehen. Damit stößt Paul Bremer auf den resoluten Widerstand der schiitischen Glaubensgemeinschaft, die im Irak 65% der Bevölkerung ausmacht. Die schiitischen Ayatollahs, an ihrer Spitze Ali Sistani, beanspruchen die ihnen zahlenmäßig zustehende Parlamentsmehrheit und Regierungsbildung.
Eine bittere Enttäuschung für Washington. Denn natürlich hatte George W. Bush den Feldzug. Eine bittere Enttäuschung für Washington. Denn natürlich hatte George W. Bush den Feldzug Iraqi Freedom nicht angezettelt, um am Ende in Bagdad mit einem schiitischen Gottesstaat konfrontiert zu sein. Man muss wohl an die vietnamesische Küste, an die malerische Halong-Bucht reisen, um nachträglich das ganze Ausmaß der Irreführungen zu erkennen, die bei der Auslösung des amerikanischen Indochina-Konflikts und 40 Jahre später beim Feldzug gegen Bagdad den Ausschlag gaben. Der Vietnamkrieg der USA hat hier in der Bucht von Tonkin im Jahr 1964 mit einer gezielten Desinformation, man kann schon sagen mit einem Betrug, begonnen, wie man heute ganz offiziell weiß. Angeblich waren zwei amerikanische Zerstörer auf hoher See von nordvietnamesischen Kanonenbooten angegriffen worden. In Wirklichkeit waren diese beiden US-Destroyers jedoch in die Hoheitsgewässer Nordvietnams eingedrungen und die Maddox hatte dort sogar einen Sabotagetrupp südvietnamesischer Soldaten abgesetzt. Aber der Vorfall reichte für Präsident Johnson aus, um die Bombardierung Nordvietnams zu befehlen. Und ein Jahr später gingen die amerikanischen Divisionen massiv in Südvietnam an Land. Wer dächte da nicht an die Vorgeschichte des irakischen Feldzuges der USA? Als man ebenfalls von Washington und London aus Fehlbehauptungen und Lügen verbreitete über das Waffenarsenal, über das Saddam Hussein angeblich noch verfügte, und über die engen Kontakte, die angeblich zwischen Bagdad und der Terrororganisation Al-Qaida bestanden. Die Bombardierung Vietnams durch die US Air Force und US Navy hat fast 10 Jahre lang gedauert und sich ständig gesteigert. Gewaltige Explosivmengen sind auf dieses relativ kleine Land niedergegangen. Die dreifache Sprengkraft, so heißt es, die im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Ganze Provinzen, wie der Flaschenhals von Vinh, wurden in eine Mondlandschaft verwandelt. Die Flächenbombardements der B-52 sollten den Dschungel ausradieren. Schon 1965 wurde diese Luftoffensive durch das massive Engagement von Bodentruppen ergänzt. Es waren in der Mehrzahl Wehrpflichtige, die in Saigon und Da Nang an Land gingen. Auf dem Höhepunkt des Konflikts befanden sich mehr als 500.000 GIs in Südvietnam im Einsatz, um die schlecht bewaffneten Vietcong-Partisanen niederzuzwingen, die neben ihren amerikanischen Gegnern wie Zwerge wirkten. Zu Beginn dieser Kampagne bestand nicht der geringste Zweifel am schnellen und totalen Sieg der USA. Sogar die verbündeten Ho Chi Minhs, Sowjetrussen und Chinesen sagten den Untergang des Vietcong voraus, wie General Giap uns rückblickend in Hanoi bestätigt. Das Pentagon setzte damals schon zusätzlich zur numerischen Überlegenheit der US Army auf die Perfektionierung der technischen Vernichtungsinstrumente. Verteidigungsminister Robert McNamara verließ sich 1966 auf die unfehlbare Wirkung der High Technology, wie später sein Nachfolger Donald Rumsfeld. We'll say for as long as it takes, we shall provide whatever help is required to win the battle against
the communist insurgents. Bereits der Vietnamkrieg war auf amerikanischer Seite von einem religiös geprägten Patriotismus motiviert. Da wurde im Dschungel Onward Christian Soldiers gesungen. Ein Feldgeistlicher benutzte in seinen Predigten ein Vokabular, das den heutigen Aufrufen der Kriegsbefürworter um Präsident Bush in jeder Hinsicht entsprach. We do have faith and trust and confidence in our American system. Even here in Vietnam, I think all of us have had a great deal of confidence in those who head our government, that they would not let us down, and that this would not be a never-ending war. Yes, in our society, we must have faith in other people. We must have faith in our system. Selbst Präsident Johnson, der blindlings in diesen Quagmire, in diesen Morast geraten war, hielt Ansprachen, die Präsident Bush als Vorlage dienen könnten. Now America wins the wars that she undertakes, make no mistake about it. And we have declared war on ignorance and illiteracy. We have declared war on poverty. We have declared war on disease. And we have declared war on tyranny and aggression. Im Gegensatz zum heutigen Irak-Konflikt konnten die Medien aus Vietnam ungehindert berichten. So kamen die abscheulichen Bilder vom Body Count toter Zivilisten zustande und die Filmsequenzen von ganzen Bevölkerungsgruppen, die rücksichtslos umgesiedelt wurden. Der offizielle Optimismus des General Westmoreland blieb davon ungetrübt. How do you see it, General? Very, very encouraged. I've never been more encouraged during my entire almost 4 years in country. I think we're making real progress. Everybody is very optimistic. In Wirklichkeit hatten die Vietcong-Partisanen in ihren unterirdischen Bunkersystemen eine Fähigkeit des Überlebens und des beharrlichen Widerstandes entwickelt, die kaum eine andere Rasse aufgebracht hätte. Im heutigen Straßengewirr von Saigon und dem brodelnden Verkehr kann man sich schlecht eine Vorstellung von den verschwörerischen Vorbereitungen machen, die die südvietnamesischen Anhänger Ho Chi Minhs in aller Heimlichkeit trafen, um die entscheidende Wende zu erzwingen. Man wirft den Amerikanern ja vor, dass sie im Irak über unzureichende Nachrichtendienste verfügen, dass die CIA total versagt hat und dass es daran liegt, dass nicht genügend Human Intelligence vorhanden ist, also kein Kontakt zur Bevölkerung. Aber das ist ja nicht nur im Irak so, das war ja auch schon während des Vietnamkrieges so gewesen. Und hier befinden wir uns in einem kleinen, unscheinbaren Nudelrestaurant, das Phở Binh heißt. Und neben mir sitzt ein Veteran des Krieges gegen die Amerikaner, ist 93 Jahre alt. Und Herrn Go Thuy war das Zentrum der Verschwörung, damals bei der Tet-Offensive im Jahr des Affen 1968. Und von da an datiert ja der Niedergang Amerikas in Vietnam. Das war der Wendepunkt des Krieges. Und diese kleine Verschwörergruppe, umgeben von CIA-Agenten und von amerikanischen Soldaten, hat hier die Zelle des Widerstandes geführt. Sie sind dann alle verhaftet worden. Seine Gefährten sind umgebracht worden. Er ist der einzige Überlebende. Monsieur Ngo Thuy, vous êtes le seul survivant, c'est le héros. Die Neujahrsoffensive des Vietcong im Januar 1968 kam für die Amerikaner als totale Überraschung. Durch Aufbietung aller verfügbaren Kräfte tauchten die kommunistischen Aufständischen in fast sämtlichen Ortschaften des Mekong-Deltas auf. In Saigon drangen sie sogar in die amerikanische Botschaft ein. Die Folgen für die Partisanen waren fürchterlich, denn die erdrückende amerikanische Übermacht schlug nun erbarmungslos gegen den Gegner zu, der sich selbst enttarnt hatte.
Zu schwersten Kämpfen war es in der Kaiserstadt Hue gekommen, wo reguläre nordvietnamesische Regimenter sich der alten Zitadelle bemächtigten. Sie behaupteten sich dort 27 Tage gegen die US Marines. 27 Tage gegen die US Marines. Am Ende unterlagen auch sie den Stahlgewittern, die auf sie niedergingen. In jenen Tagen fiel der oft zitierte Ausspruch eines amerikanischen Kommandeurs: Wir mussten die Stadt Ben Tre vernichten, um sie zu retten. Die Tet-Offensive endete mit einer militärischen Katastrophe für den Vietcong. Im Mekong-Delta setzte unter Anleitung der CIA die Operation Phoenix, eine unerbittliche Ausmerzungsaktion gegen die Vietcong-Kader, ein. Die Verhöre und die damit verbundenen Folterungen wurden meist unter US-Regie von den verbündeten Südvietnamesen durchgeführt. Und dennoch war der Krieg längst nicht zu Ende. Im Grenzgebiet zwischen dem Königreich Laos und Vietnam hatten zahllose Bodoi und Freiwillige den Ho Chi Minh-Pfad mühselig durch die Felslandschaft und den Dschungel ausgebaut. Die ständige militärische Verstärkung aus dem Norden, auf Fahrrädern und Lastwagen transportiert, war auch durch intensivste Bombardierung nicht zu stoppen. Bei den amerikanischen Truppen kam es damals zu einem fatalen, depressiven Stimmungsumschwung. Viele GIs suchten ihre Zuflucht im Rauschgift. Dieser gewaltigen Armee hatte sich plötzlich Kriegsmüdigkeit bemächtigt. Die sittliche Verfassung der jungen Soldaten, die oft aus den puritanischen, bigotten Glaubensgemeinschaften des amerikanischen Bible Belt stammten, war zudem durch den ausschweifenden Sexualkommerz untergraben worden. Nicht nur die Städte Saigon und Da Nang, auch die Umgebung sämtlicher US-Garnisonen hatten sich in Bordelle verwandelt. Das Programm Rest and Recreation vermittelte Kurzausflüge nach Bangkok und in die dortigen Lasterhöhlen. Vor allem in Amerika selbst entfaltete sich die Anti-Kriegsstimmung. Massive Protestkundgebungen gegen diesen sinnlosen und mit etwa 50.000 Toten verlustreichen Feldzug ballten sich vor dem Kapitol zusammen. Sogar auf die deutsche Jugend griff die lautstarke Vietnam-Entrüstung über. Unter den Demonstranten, die durch die Straßen von Frankfurt und West-Berlin trabten, waren manche Gesichter zu erkennen, die heute im Kabinett Schröder wiederzufinden sind. Der Defätismus in USA weitete sich so nachhaltig aus, dass Lyndon B. Johnson in Erkenntnis der moralischen Niederlage auf seine Kandidatur zur Wiederwahl als Präsident verzichtete. I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Amerika war den Krieg in Vietnam leid. Von nun an war der militärische Abzug aus diesem verhängnisvollen Abenteuer beschlossene Sache. Dieses war kein Indianerkrieg gewesen, wie es in dem Protestsong Soldier Blue anklang. Der neu gewählte Präsident Richard Nixon hatte Henry Kissinger beauftragt, das US-Engagement zu beenden.
Die Aufgaben der US Army sollten von 1972 an von der auf eine Million Mann aufgeblähten südvietnamesischen Nationalarmee wahrgenommen werden. Diese Vietnamisierung der Streitkräfte wurde unter den verhärteten Schlägen der Nordvietnamesen zur Vietnamisierung der Särge. Die antikommunistische Jugend von Saigon fühlte sich verraten. Für die GIs galt jetzt nur noch eine Parole. Aus der Heimat halte sie gebieterisch über den Pazifik herüber. Bring them home. Bring the boys home. Es war lediglich eine Frage der Zeit und des allmählichen Abbröckelns der südvietnamesischen Verteidigungsstellungen. Dann rollten die Panzer Hanois Ende April 1975 kampflos in Saigon ein und besetzten den Doklap-Palast. Sie vollzogen die Wiedervereinigung Vietnams unter der Herrschaft des kommunistischen Politbüros. Bagdad im Februar 2004. Man sollte den Vergleich mit Vietnam nicht zu sehr strapazieren. Die US-Soldaten im Irak haben bislang nur ein Hundertstel der Verluste erlitten, die ihnen der Vietcong einst zufügte. Die Medien, vor allem das Fernsehen, werden im Gegensatz zum Indochina-Krieg vom wahren Kampfgeschehen nach Kräften ferngehalten. Für die völlig isolierten GIs, die sich niemals von ihrem Helm und ihrer Panzerung trennen dürfen, gibt es kein erotisches Nachtleben, nicht einmal den geringsten Kontakt zur arabischen Bevölkerung. Es sei denn, sie brechen bei Nacht in deren Behausungen ein, um nach Waffen und Freischärlern zu suchen. Dabei schüren sie zusätzlichen Hass. Dennoch klingen die Erklärungen aus Washington immer noch so zuversichtlich wie zu Zeiten des Präsidenten Johnson und des General Westmoreland. George W. Bush ist bemüht, die Situation schönzureden und die Allmacht Amerikas zu beteuern. If force becomes necessary to secure our country and to keep the peace, America will act deliberately. America will act decisively, and America will act victoriously with the world's greatest military. Der Präsident hatte wohl geglaubt, mit der Verhaftung und Demütigung Saddam Husseins eine Art Teufelsaustreibung zu bewirken. Doch auf der anderen Seite beruft sich der heilige Krieg der Muslime, der den fremden Ungläubigen droht, auf den koranischen Auftrag des Qital fi Sabilillah, auf die Verpflichtung, auf dem Pfade Allahs zu streiten. Die amerikanische Besatzungsbehörde bemüht sich krampfhaft, die eigenen Verluste durch die überstürzte Rekrutierung von irakischen Polizisten und Soldaten niedrig zu halten. Auch das erinnert fatal an die späte Phase des US-Engagements in Südostasien. Seitdem sind diese Kollaborateure das bevorzugte Ziel des islamischen Widerstandes. Im Februar 2004 leiteten die irakischen Aufständischen, deren genaue Zugehörigkeit den amerikanischen Nachrichtendiensten rätselhaft bleibt, eine neue Phase des Kampfes ein. Sie besetzten vorübergehend die Stadt Fallujah. Eine Kriegswende war das gewiss nicht.
Dieser US-Rückschlag sollte auch nicht mit der vietnamesischen Tet-Offensive von 1968 verglichen werden. Aber beide Ereignisse fanden im Jahr des Affen statt. Diese verstärkten Übergriffe hindern den US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nicht, in Bagdad trügerischen Optimismus nach dem Vorbild seines Vorgängers McNamara in Vietnam zu verbreiten. We want the Iraqi people to build a future where Iraqi leaders answer to the Iraqi people instead of killing them. And because of you, they will have a chance to do just that. Die wahren Machtzentren des Zweistromlandes formieren sich inzwischen im Umkreis der goldenen Grabkuppeln der schiitischen Imame. Da gibt es offenbar keine Brücke zwischen den Menschenrechtsvorstellungen in God's Own Country und der streitbaren schiitischen Gläubigkeit, die die Herrschaft des Imam al-Mahdi, ihrer Messiasgestalt, ersehnt. Eines steht fest: Die USA sind nicht gewillt, auf unbegrenzte Zeit im Irak durchzuhalten. Aus islamischer Sicht offenbart sich da ein Eingeständnis amerikanischer Schwäche. Kündigt sich das Einlenken Washingtons an. Die Ayatollahs warten auf ihre Stunde. Es steht viel auf dem Spiel im Irak. Im Gegensatz zu Vietnam, wo am Ende nur Prestige zu verlieren war, geht es hier um die vitalen Interessen der USA. Wirtschaftlich und strategisch. Die brennenden Pipelines sind ein warnendes Fanal. Statt der angestrebten Stabilisierung droht die gesamte prekäre Scheinordnung im Nahen und Mittleren Osten aus den Fugen zu geraten. Inzwischen hat Vietnam seinen Frieden gefunden. Die Vietnamesen stören sich nicht daran, dass ihre Tai-Chi-Übungen in Hanoi immer noch im Schatten einer Lenin-Statue stattfinden. Der zusehends gemäßigte Kommunismus der herrschenden Lao Dong-Partei erlaubt den meisten, ein durchaus erträgliches Leben zu führen. Die Zeit der brutalen ideologischen Zwangsmaßnahmen ist vorbei. Ihre Expansionspläne haben die Erben Ho Chi Minhs längst aufgesteckt. Im Rückblick erscheint die amerikanische Invasion sogar als eine kurzlebige Episode. Heute gilt es für Hanoi, sich der traditionellen Bevormundung durch das Reich der Mitte zu erwehren. Für viele Vietnamesen verkörpert der chinesische Drache und nicht der amerikanische Adler eine permanente Bedrohung ihres Unabhängigkeitswillens. Unterdessen geht General Won Gien Giap im Alter von 93 Jahren seinen heroischen Erinnerungen nach. Zum Irak-Konflikt äußert er sich kurz und ungern. Was die künftige Weltentwicklung betrifft, so kann er auf seine Erfahrungen und die damaligen Fehldiagnosen seiner kommunistischen Verbündeten verweisen. Prédiction très difficile. Les gens comme le grand leader, comme cela, ils nous conseillent de ne pas nous battre contre les Américains parce que c'est difficile. Wir sind nach Dien Bien Phu gepilgert, wo die französische Herrschaft über Indochina ihr Ende fand.
In dieser Mulde war das französische Expeditionskorps einer sträflichen Unterschätzung des asiatischen Gegners erlegen. Hier sollte man aktuelle Betrachtungen über die generelle Unfähigkeit westlicher Mächte, auch Amerikas, anstellen, auf dem asiatischen Kontinent Fuß zu fassen, sei es nun in den Bergen von Tonkin oder in den Schluchten des Hindukusch. In bedenklicher Weise verweist Dien Bien Phu auf eine ungewisse Zukunft. Als die Lage völlig verzweifelt geworden war, im Befehlsbunker des General de Castro in Dien Bien Phu, hatte der damalige französische Regierungschef Georges Bidault an den amerikanischen Präsidenten Eisenhower das Ersuchen gerichtet, taktische Atombomben über den Stellungen des Viet Minh abzuwerfen. Und Eisenhower hat das damals vernünftigerweise verweigert. Aber heute sind wir in der Situation, dass aus dem Pentagon wieder, und zwar aus dem Mund von Donald Rumsfeld, die Forderung ertönt, gegen den Terror mit Mini-Nukes, mit Mini-Atombomben vorzugehen, um deren Zentren zu zerstören. Was natürlich eine Banalisierung dieser apokalyptischen Waffe nach sich zöge. An dieser Küste des südchinesischen Meeres relativiert sich die Zwangsvorstellung des Präsidenten George W. Bush vom unbegrenzten Krieg gegen einen diffusen Terrorismus. Im Westpazifik, am Rande Chinas, verdeutlichen sich ganz andere Dimensionen und Perspektiven der globalen Machtverschiebung.